So, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Folgendes, heute wollte ich euch ein Video machen über Sonde. Sonde ist hier New Upgrade. Handheld Bided Sprayer Water Pressure Control. Ja, das ist eine Brause, die man hier verwendet. Hinter dem Spülkasten kann man auch in unterschiedlichen Brausen, Farben bestellen. Das ist der Brausenkopf mit dem Düsenventil einstellen. Also kann man die Brause einstellen, in welche Geschwindigkeit das Wasser fließen soll. Sondify ist es hier dieses Better Water Flows, Better Life Will Be. Also ein gutes Wasser soll fließen. Lassen wir mal das Wasser fließen, ne? Der Tropfen soll fließen hier. Also das ist hier die Installationsanleitung, die Rückbeschreibung. Wie gesagt, das ist hier eigentlich vom Eckventil 1,5 Zoll hier hinter dem Spülkasten normalerweise hier installiert. Kann man so machen. Handpidget Sprühgerät für die Toilette. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich habe das natürlich jetzt anders gemacht für meine Zwecke. Also hier haben wir hier nach oben einschalten, weniger ausschalten. Dann haben wir hier links, rechts mehr, weniger einschalten. So. Dann haben wir hier die Eckventile, da sind zweierlei. G1/8, das ist das weibliche, das oben. Sprühschlauch GL 1,5 Zoll männlich und G3/8 männlich. Speziell für den europäischen Markt vorgesehen, 3/8 T-Ventil. Das habe ich auch verwendet hier. So. G1,5 weiblich Zoll oben. G1,5 Zoll männlich. Und hier geht G1,5 Zoll männlich, Sprühschlauch. Das ist die Brause sozusagen. So, dann geht es hier weiter. Erwägung zur Installation. Lieferumfang. Da ist alles Mögliche drin, was man so braucht. Wie gesagt, auf der Zeile auch so gesehen. Hier kann man kurz lesen, Handsprühgerät aus massivem Messing, Adapterventil aus massivem Messing, Sprühschlauch, Wandhalterung, Toilettenhaken, Schraubansatz, Wandschraubsatz und Toilettenhaken. Schraubsatz, okay. Gut. Da haben wir sogar hier einen Barcode. Sony Sanitaryware, genau. Ein QR-Code. Ein QR-Code kann man im Internet dann bestellen. Ne? Genau, so, dann machen wir hier zu. Das gute Ding kommt aus. Lasst uns mal schauen. Sony Sanitaryware Industrial. Guangdong Provinz aus China, natürlich wo sonst, ne? Gut, dann wissen wir das. Gut, also mir gefällt es trotzdem ganz gut. Rein die Schwester bestellt. Hier haben wir gestern ein Problem gehabt mit dem Siphon, da war Edelstahl-Siphon. Das habe ich dann rausgemacht, habe dann hier Kunststoff rein, jeweils in der Längsrichtung 5 cm mit der Eisensäge geschnitten und wo es dann reingeht, da auch 5 cm circa, dass wir ein leichtes Gefälle haben, in die Wand. Links ist praktisch das Eckventil Warmwasser und das Eckventil rechts haben wir, wie gesagt, wo wir das da eingebaut haben, G1,5 Zoll mit Schlauch. Es geht dann schön nach oben. Haben wir da montiert. Mit zwei Dübel an die Wand. So, dann geht's hier. Wenn man jetzt das nochmal hier ausschaut,
Was habe ich da gemacht? Also einfach das Kaltwasser rausgemacht, hier das Engventil rein. Dann habe ich diesen Schlauch wieder angeschlossen zur Brause. Was er läuft. So, jetzt nehme ich ihn mal. Mal schauen, so von der Halterung. So, da haben wir unser Klo zum Beispiel. Das ist perfekt. So, und da haben wir jetzt die Brause. So, dann machen wir mal hier einen leichten Sprühvorgang. Ja, ihr seht, wenn man jetzt ein bisschen verdreckig, gestern habe ich schon einen Versuch gemacht. Also leicht das Wasser hier komplett einmal in der Woche oder jeden täglich kann man hier schön hier reinigen. Wunderbar. Also nicht höher wie die Klospülung vielleicht ist, hier am Strom aufpassen. Ne? So, und dann können wir hier nochmal einen Probetest machen. Wenn ich hier diesen Schalter hier bewege, dann seht ihr, was da für Strahl hier reinkommt. Das ist jetzt die höchste Eisenbahn. Höchste Stellung. Dann seht ihr, was da für Dreck rauskommt. Das muss man später dann mit dem Schere, Schaufel und Besen. Marion, kannst du mal wieder holen schnell? Ja. Schaufel und Besen. Ne? Da kann man das schön hier das draus machen. Nein. Gut, das mache ich dann. Später hängen wir das wieder auf. Dass ihr das einmal gesehen habt. So. Also das schaut optisch nicht schlecht aus. Würde ich empfehlen, weiß nicht, vielleicht hat es 50 Euro gekostet, keine Ahnung, 50 Euro. So, der Waschbecken funktioniert gleichzeitig. Mit Kaltwasser, theoretisch hätte ich jetzt das mit dem Warmwasser hier anschließen können. Ich denke, das wird halt schnell heiß und dann kann Vorteile haben, man kann ja auch mischen hier. Ne? Man kann theoretisch hier auch duschen, ne? Wenn man schnell duschen, verschwitzt ist im Sommer bei 40 Grad, haben wir in Deutschland aktuell, dann braucht man nicht lange Wege gehen. Ne? Und es fließt ja da unten alles schön runter, Abflusskanal, und schon ist die Welt in Ordnung. Viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, das ist, vielleicht braucht man da für die Werkzeuge 17, 19er, 22er. Ein bisschen Teflon, wenn es da undicht wird. Und die Ohrringe richtig handfest. Die Verschraubungen, Ohrringe rein, handfest anziehen. Da kann man sogar hier eine Waschmaschine anschließen. Oder Geschirrspüler, keine Ahnung. Ist halt dabei. Muss man nicht, kann man auch, habe ich jetzt wie hier abgedichtet mit dem Ohrring. So. Allgemein sind ja die Hängeklos, ja. Pflege leicht mit ein bisschen Seife, dann ist der ganze Gestank hier auch weg, wenn man das vermeiden will. Das ist jetzt über 20 Jahre so gewesen. Jetzt haben wir halt einmal den Versuch gemacht, da was Neues einzubauen. Na dann. Wenn ihr mal so ein Problem habt, dann Werkzeug her und das Material her und dann alles einmal explosionszeichnungsmäßig hinstellen und nacheinander zusammenbauen und handfest erst einmal probieren und dann erst sägen. Ne? 10-mal messen, einmal schneiden hat es geheißen. Wie gesagt, dieses Eckventil hier rausmachen, ohne dass man jetzt da das komplette Wasser abgemacht hat, hat man wirklich nur oben das Eckventil reingemacht. Und ist ja das kalte Eckventil. Und dann geht es halt schön den Schlauch nach oben. So, das war's. Angenehmen Tag und tschüss.